Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Impact Winter. So, und wie schon versprochen oder angedroht, ja, wir müssen mal leider von vorne starten. Das war markant mein Fehler. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber ich habe eben schon, bevor ich das Spiel gestartet habe, also beziehungsweise bevor ich die Aufnahme gestartet habe, ich habe ungelogen, ich habe glaube ich 6 oder 7 Minuten hier gesessen und habe rumprobiert, weil kein Bild war da. Dann hat das Spiel selbstständig die Auflösung des Spiels geändert und mal zwischen Fenstermodus und Vollbild hin und her geschaltet. Also, naja, gut. Wie dem auch sei, ich spiele momentan, jetzt die ersten paar Minuten werde ich mit Maus und Tastatur spielen, weil das war ja mal so gewünscht, dass ich das mal zeige. Ich werde auch mal die ganzen Texte hier überfliegen, weil letztendlich kennen wir die ja schon dreimal. Das lasse ich also. Wir müssen also hier als erstes mal Blaines Quest spielen, das Überleben lernen. Das werden wir uns gleich nochmal angucken. Und so, dann machen wir nochmal kurz. Wir sammeln erstmal die ganzen Quests ein, würde ich sagen. Das haben wir beim letzten Mal auch schon so gemacht. Jo. Natürlich nicht wundern, diese ganzen Zwischensounds, das Rumgeklicke, das hört ihr jetzt natürlich nicht mehr, weil ich die letzten Einstellungen von diesem, na sag schon, aus diesem kleinen Infovideo habe ich die ganzen Einstellungen übernommen. Das heißt, vom Ton her, man hört jetzt im Hintergrund nur leicht ein bisschen die Musik und dann das Rumgeklicke noch so ein bisschen. So, wir machen das auf jeden Fall als erstes, Maggies Handlung, weil wir wissen, wir müssen dafür ja in diesen, auf jeden Fall, in dieses Loch rein, also in diese Höhle rein. Und wir wissen ja, ganz zu Anfang sind da sowieso keine Wölfe drin. Und dann holen wir uns nämlich vorsichtshalber dann auch schon gleich mal diese Zäune für den Fall der Fälle, dass uns das Dach wieder kaputt geht. Deswegen wollte ich euch das Spiel auch von Anfang an zeigen. Nicht, weil ich es so toll finde, sondern ganz einfach, weil ich mir dachte, jedes Spiel ist ja irgendwo beim Neustart anders und deswegen zeige ich euch das auch ab der ersten Folge, weil es ja sein kann, dass wir ganz andere, ja, ganz andere Zusammenhänge haben, ja, ganz anderes Spiel haben. Und deswegen wollte ich das von euch von vornherein zeigen, damit ihr auch wisst, woran wir sind. So, wir holen uns als allererstes, ich muss mal eben kurz gucken, wie das ging. Okay, das geht hier. Da müssen wir uns einmal durchklicken. Ereignisse, da gehen wir auf den Ofen. So, wir gehen erstmal auf Maggies Ofen. Und wir brauchen dafür auf jeden Fall Bolzen klein, Rohr groß, Dose groß und Betonblock. Die Sachen brauchen wir auf jeden Fall. Und, ach so, warte mal, wir haben ja noch, was wir auch noch machen müssen. Ich klicke mich hier nur einmal explizit durch, damit wir hier die ganzen Tooltips mal los sind. So, das Zelt haben wir dabei, das ist gut. So, das Zelt haben wir dabei, das passt gut. Und dann verlassen wir die Kirche. Dann gehen wir gleich Richtung Ronnen, gehen da gleich in die Höhle und versuchen da gleich so viel es geht zu looten. Wobei ich auf dem Weg auch noch gleich Blaines Quest. Ja, ich bin gerade im Überlegen, ob ich das mache. Ob ich nicht gerade Blaines Quest nochmal annehme. Weil das würde nämlich bedeuten. Warte mal, ich werde das einfach mal ganz dreist machen. Jacob. Da waren wir doch eben schon drin. So, Ereignisse. Wir waren doch nochmal kurz auf Blaines Überleben gehen. Weil wir nämlich im Norden ja auch schon so eine Stelle haben, wo wir das Zelt aufbauen dürfen. Und da würde ich das nämlich da gleich hinsetzen. Und dann würde ich nämlich versuchen, vielleicht nicht unbedingt am ersten Tag, aber dass wir in den ersten beiden Tagen zumindest die Höhle komplett gelootet kriegen. Dass wir zwischendurch mal ein Stündchen pennen können. Hier will ich aber nochmal kurz hin, weil wir hier haben wir hier diese Erste Hilfe, dieses Erste Hilfe Paket. Das würde ich auf jeden Fall noch gerne mitnehmen. Jo, was müssen wir machen? Suchen. Ja, suchen, suchen, suchen. Ja, suchen. So. Schnell, das muss man mal gucken. Schnelle Bewegung ist E. Achso, okay, so geht das. Schnelle Auswahl. Wie ging das jetzt mit alles rüberschieben? Schnelle Bewegung geht nur in die Richtung. Alles klar. So. Da haben wir erstmal alles eingesackt. Das schicken wir dann nachher mit den ersten Materialien nach Hause. Ich gehe erstmal zu dem Punkt hier. Sind wir noch weit weg? Ne, wir sind noch nicht weit weg. Hier ist schon, da könnte schon die Höhle sein. Das wäre natürlich geil.
Das ist ja gleich nebenan, ist, weil dann könnten wir nämlich wirklich versuchen, die Höhle vielleicht in einem Zug wegzuloten. Das müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Auf jeden Fall ist das Material da drin. So. Das müssen wir platzieren. Irgendwie hier so. So. Blaines Handlung überleben, lernen. So, super Jache. Und da gibt es aber auch nicht Punkte für. So. Als nächstes, blablabla, Fallen stellen auf dem Programm. Wir fangen bei der Kirche an, blablabla. Dazu Ratten fallen. Ich versuche mal ein bisschen was zu basteln, blablabla. Da gucken wir später rein. Fallen stellen. Jupp. Lager errichten, hier wärmen, Gegenstände lagern, schlafen, solange blablabla. Lager können bla verbessert werden, blablabla. Vorratskiste, blablabla. Das lesen wir uns nochmal komplett durch. In jedem Lager gibt es eine Vorratskiste, aus der Echo Light Gegenstände zur Kirche bringen kann, während Jacob schläft. Das ist eine ausgezeichnete Methode, um Platz im Inventar zu schaffen und dem Team Essen und Trinken zu bringen. Was uns eh nichts bringt, weil sie nicht selbstständig essen und trinken können. Transferiere Gegenstände in die Vorratskiste, benutze dann das Zelt, damit sie... Warte mal, transferiere Gegenstände in die Vorratskiste, benutze dann das Zelt, damit sie dem Lager der Kirche zugeführt werden. Das, naja, lassen wir das. Einfach nicht hinterfragen, das passt schon. So, dann gehen wir mal hier. Jacob, Ereignisse. Dann wollen wir uns ja Maggies Ofen anschauen. So, da müssen wir ein Stückchen nach rechts. Das ist, finde ich... Ich weiß, ich spreche da immer wieder von. Ich finde es aber nur schade, dass man gerade jetzt bei diesem Spiel, man so die ersten Missionen, die kennen wir aus dem FF, weil wir, ich habe jetzt zum vierten Mal neu angefangen. Und es kann aber nicht sein. Ne? So die ersten Missionen, die spielst du halt so weg, weil du weißt, was passiert. Du musst weißt genau, wo du was so als erstes spielen sollst. Und das finde ich irgendwie ist nicht Sinn des Spiels. Das kann nicht Sinn des Spiels sein. Ne? Normalerweise müsste ich in der Lage sein, nach den Tooltips und was es alles so gibt, müsste ich eigentlich in der Lage sein. Ich werde trotzdem mal vorsichtig gucken, nicht, dass hier irgendwo tatsächlich ein Wolf hier noch rumoxidiert. So. Müsste ich eigentlich in der Lage sein, das Spiel auch in einem Zug durchzuspielen. Na, man kann ja im Laufe des Spiels ja noch andere Sachen mit einbauen, aber ich finde es affig, ganz ehrlich. Ich finde es affig. So, schnelle Bewegung ist eh... Wir nehmen mal alles mit. Wir nehmen wirklich mal alles mit. Versuch und ich will hoffen. Das Einzige, was ich machen werde, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Maschendrahtzaun. Plastikflasche groß, die werden wir nachher auf jeden Fall auch brauchen. Wartet mal kurz. Ich werde mal doch lieber erstmal die Sachen mitnehmen, die wir doch jetzt erstmal prima für den Ofen brauchen. Weil ich habe nämlich die Befürchtung, ich gehe raus, bringe das Material zu unserer Basis, schlafe eine Stunde, kehre dann wieder zurück und dann sind hier wieder Wölfe drin. Deswegen, da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Deswegen werde ich mal versuchen, ob das... Müssen wir mal gucken. Hier 10 Pfeile, die... Ja, das sind alles so Sachen... Die nehme ich trotzdem mit. Ach komm, weißt du was, ich versuch's einfach mal. Wenn das jetzt nicht klappen soll, dann ist es eben halt so. Was soll's. So, Holz nimmer. Ja, bewegen. Das passt natürlich hier wieder nicht rein. Das finde ich genauso. Naja, was soll's. Bewegen. So. Holz braucht 3. Das passt genau rein. Das nehmen wir mit. Wir machen uns jetzt einmal voll und dann ist das gut. Weil das ist ja nun auch Blödsinn. Wir sind, glaube ich, voll. Naja, okay. Dann gehen wir wieder zurück. Der Weg ist nicht weit. Ich bin mal gespannt, wenn wir gleich wiederkommen, ob da jetzt wieder Wölfe hier drin sind. Also wenn ja, dann würde ich das echt... Naja, weil es kann ja sein, dass es vom Spiel vorgesehen ist, dass du quasi ein Freispiel hast. Und dass du dann ab dem zweiten Mal dann hier drin Wölfe findest. Das kann ja sein. Dass sie dann gespawnt werden, die Wölfe. Das, ne? So ähnlich wie bei Seven Days to Die, wo du quasi so eine Art Safe Zone hast, wenn du spawnst, hast du dann hier so eine Art... Ja, dass der erste oder der zweite Tag... ja, dass du dann noch Welpenschutz hast und dann passt das. Aber das ist natürlich schwer zu sagen. Jo. So, man hört jetzt im Hintergrund wieder dieses Gestotter. Ich habe das natürlich auch öfter gelesen und vielen Dank auch übrigens für die Kommentare zum Infovideo, dass ihr mir da so ein bisschen Mut gemacht habt. Ja, es ist aber auch teilweise echt nicht einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, also
Ich sag ja immer, Bugs können passieren, definitiv, aber es gibt auch eben halt Bugs, die einfach nur nerven. Und da habe ich dann einfach auch keine Lust, ganz ehrlich. Und das Spiel ist nicht schlecht, es ist tatsächlich nicht schlecht, das Spiel. Will ich ja gar nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz gibt das da eben so Sachen, also, ach. Naja, gut. So, das mache ich alles. Das geht wieder alles nicht rein, ne? Nee, natürlich nicht. Können wir hier irgendwie? Da brauchen wir nochmal 4 Plätze. Komm, lass was erstmal. So, pass auf, dann werden wir jetzt mal ein Stündchen pennen. Schlafen. Aufwecken. Das Spiel schlafen, ja, das speichert, ich weiß. So, jetzt wachen wir auch wieder auf. Jetzt ist es interessant. Werden wir etwas finden? Werden wir Wölfe finden? Das ist jetzt der große Punkt. Weil dann haben wir nämlich gleich verkackt, dann können wir gleich im Prinzip gleich nochmal von vorne anfangen. Weil, naja, das ist hier dann mit Wölfen ist es ein bisschen schwierig. Unbewaffnet, wir haben zwar Pfeile gefunden, aber keinen Bogen dafür. Den werden wir weiß der Geier wo wieder finden. Und ja. Bum, 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 bum. Clarence, ich bin echt gespannt. Weil wir haben eine Stunde gepennt. Das heißt, kann natürlich bedeuten, dass da jetzt Wölfe drin sind. Ich bin gespannt. Klack, ganz leise. Aber man hat es im Hintergrund wieder gehört, dieses Ruckeln vom Ton her. Ich muss mal gucken, ob das, wenn das nachher zu stark wird, dann muss ich da wieder ein bisschen rumregeln. Aber ich habe im Vergleich zum Infovideo habe ich nichts geändert. Also ich bin da. Na gut, die Musik habe ich noch einen Ticken leiser gemacht. So, hier vorne war sonst immer der Wolf. Okay. Wenn wir nicht. Ja, ich sag mal, wenn wir. Oh, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir. Was wollte ich überhaupt sagen? Das lange Rohr nicht finden. Dann wäre das nicht so dramatisch. Das finden wir, glaube ich, an allen Ecken und Kanten. Gut, da wird kein Betonblock drin sein. Aber ich wollte hier zumindest mal reingeguckt haben. Ja, ich suche jetzt tatsächlich erstmal die wichtigen Sachen. Also die Sachen, die wir vom Ofen brauchen. Da brauchen wir nicht. Was brauchten wir noch? Bolzen sei lang. Ach, das sollte ich ja auch mitnehmen, ne? Ach, Mann. Sind wieder so schöne Sachen drin. Nein, wir haben gesagt, erstmal die wichtigen Sachen. Also Betonblock. Und wir brauchen, glaube ich, Bolzen. Bolt, da wird wahrscheinlich nichts drin sein. Hier vielleicht. Achso, da ist nichts. Da ist kein Loot-Container. Gut. Hier vielleicht. Dosen haben wir jetzt genug. Bolzen. Die brauchen wir. Wasserflasche? Ne, ist nur Plastik. Schade. Ah, die brauchen wir natürlich nachher auch, aber. Boah, als allererstes erstmal Betonblock. Hier ist sauber, den haben wir. Dann müssten wir jetzt eigentlich auch alles haben. Ne, wir brauchen noch ein Rohr groß. Gut, wie gesagt, Rohr groß brauchen wir nicht zwingend. Die sind ja keine Loot-Container, ne? Rohr groß brauchen wir jetzt nicht zwingend. Warte mal kurz. Plastikflasche, Plastikflasche, Plastikflasche. Die brauchen wir nachher auf alle Fälle. Für die. Wo groß können wir vielleicht hier schon mal. Hier ist nichts. Wo groß. Was zu essen. Ich glaube, die kleineren Sachen können wir jetzt auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Zumindest die Medikamente. Ja, komm, die Plastikflaschen nehmen wir auch noch mit. Bei Rohr groß, das passt ja auf jeden Fall noch mal irgendwo rein, hoffe ich. So. Pungly Weekly, ja, die ist natürlich auch storytechnisch wichtig, aber wenn es danach geht, also wenn es danach geht, was ich hier mitnehmen soll, also ich glaube, ich würde alles mitnehmen. Ich muss ja alles mitnehmen. Ich brauche ja auch alles. Nur im Endeffekt habe ich nicht genug Platz, das ist immer ein Fakt. Und falls hier im dritten Lootgang tatsächlich Wölfe sind, dann habe ich zumindest erstmal die Sachen für den Ofen. Das wäre dann erstmal wichtig. Du hast Team, das, ja. Die würde ich schon. Ja, ich weiß.
So, jetzt ist nur die Frage, ist hier hinten noch irgendwie... Da ist nichts. Sieht mir nicht danach aus, als wenn wir hier irgendwo ein langes Rohr finden. Ist aber nicht so dramatisch. Vielleicht hier? Nope. Na. Also ihr seht, das mit der Maus funktioniert doch eigentlich so ganz, ganz gut. Ah, langes Rohr. Ding, 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 ding. Man muss sich nur natürlich wieder mal dran gewöhnen, dass wir hier, dass ich über die Tasten spiele. Instinktiver, ich bin nun mal Konsolenspieler, instinktiver ist es natürlich für mich über einen Controller. Das ist dann halt so. So, ich habe mal die ganzen Plastikflaschen noch mit. Was heißt die ganzen? Die zwei, drei, die ich noch mitnehmen kann. Die ich noch mitnehmen kann. Jo, da haben wir nichts. Was ich ein bisschen blöde finde, man sollte das eigentlich mal so einstellen können, dass man auch über die Maus, wenn ich jetzt hier so rangehe, gut, ich meine, ich aktiviere das natürlich, aber dass ich über die Maus den Loot-Container anwählen kann, das wäre, glaube ich, ein Ticken einfacher. Da hatten wir schon reingeguckt, ne? Kriegen wir noch irgendwie Kleinigkeiten mit, irgendwas, wo wir nochmal so ein bisschen... Hier können wir nochmal rein. Warte mal, das GPS, das bringt 4. Das kriegen wir nicht mehr mit. Sonst... Den nehmen wir nochmal so einzelne Sachen. Im nächsten Lootgang würde ich ganz gerne die Plastikplan mitnehmen und auch die Eiskühler. Das ist, glaube ich, nochmal interessant. Oh. Können wir das essen? Sollten wir nicht essen, weil das 25 bringt und wir sind bei 76. Naja, gut, theoretisch würde es natürlich genau auf 100 aufgehen. Können wir das mitnehmen? Nein. Können wir so jetzt nicht mitnehmen. Kohle können wir mitnehmen. Ich nehme es jetzt einfach mal mit Kohle. Weil ich denke mal, auch die Kohle brauchen wir eines Tages. Und das ist kein Loot-Container. Hier kommen wir auch nicht rein, ne? Nee. Weiß, ich habe das schon mal, wahrscheinlich schon mal probiert, aber ich mach's trotzdem nochmal. So, wie geht's eigentlich meinem Jacob? Der sieht noch gut aus. Dass wir nämlich noch einen dritten Lootgang gehen können. Oder einen vierten. Oder einen fünften. Keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Großer Motor. Ja, den werden wir sicherlich auch noch brauchen. Aber ich behaupte auch mal, dass wir den leichter finden. Guck mal hier zum Beispiel. Ich muss jetzt 4-mal drücken, bevor er überhaupt kapiert, dass ich da Seil hoch will. Ich will jetzt nicht nur mit dem gegen das Spiel meckern und so. Ich meine, dann würde ich es nicht spielen. Es ist schon ein guter Spiel, ne? Nur ich meine, es gibt halt eben Bugs, die das Spiel eben schlechter machen, als es ist. Und das ist eben der Punkt. Und das ist schade. Vor allem, wenn man sich natürlich immer wieder fragt, wie kann das sein, dass da solche Fehler auftreten? Vor allem solche... ich sag mal so, wenn vielleicht mal ein Spiel vielleicht mal nicht ganz richtig speichert oder wenn du vielleicht mal irgendwo hängen bleibst oder es einfach mal abstürzt, das hast du ja nichts. Da denkst du, okay, gut, ist halt ein Fehler, der vielleicht nicht gleich aufgefallen ist. Aber bei diesem Spiel war ja nun gerade der Anfangsfehler, dass auch die Tastatur und Maus war überhaupt nicht benutzbar, beziehungsweise das ging einfach nicht. Deswegen wahrscheinlich auch diese ganzen schlechten Bewertungen auf Steam. Vorratskiste. So, erstmal die wichtigen Sachen. Einmal das, einmal das, einmal das. Und jetzt können wir die unwichtigen Sachen, in Anführungszeichen die unwichtigen Sachen, reingeben. So. Dietriche könnten wir eigentlich... Ach, schicken wir auch erstmal mit nach Hause, ist ja egal. Zumindest solange wir die noch mitschicken können, schicken wir die noch mit. Oh, siehst du mal, geht sogar alles rein. Wunderbest. So, dann mal wieder ein Häppchen pennen gehen. Wupp. Und dann kann der Echo nämlich das Material nach Hause bringen. Sehr schön. So, und wieder aufstehen. Nur wirklich ganz kurz, damit wir ein bisschen Zeit sparen und wieder lostingeln können zum Material organisieren. Bam, 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 bam. Bin mal echt gespannt, ab wann wir da die Wölfe sehen. Ich mache jetzt erstmal so lange weiter, bis der Echo keinen Strom mehr hat. Ich meine, grundsätzlich finde ich von hier aus auch so nach Hause ohne den Echo. So ist es ja nicht. Also, das kriege ich schon gewuppt. Aber das muss ja nicht sein. Kleine Tiere anzulocken. Gut. Dup, 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 dup. Na. Okay. Einmal kurz zärtlich gucken, weil ich habe immer Schiss, dass dann doch ein Wolf hier drin spawnt.
Scheint nicht so zu sein. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir ein kleines Aufnahmepäuschen. Also macht es gut, bis zur nächsten Folge Impact Winter. Bis dann, tschüss.